Weißwein macht keine Flecken, nur Rotwein. Weißt du, was der Luftloch ist? Das ist, wenn ein Flugzeug mitten in der Luft plötzlich 100 Meter hinunterfällt und du knallst mit derselben Geschwindigkeit oben an die Decken. Weißt du, was dann ist? Dann klebt der Hirn da oben und tropft langsam herunter. Und das sind dann Flecken, die gehen ganz schwer wieder raus. Der ganze Vorgang läuft intravenös ab. Insgesamt sind 2 Spritzen notwendig. Wie schnell geht das? Der Tod tritt innerhalb weniger Sekunden ein, aber absolut schmerzfrei. Na dann. Can you turn down the music? Was wird das, wenn es fertig ist? Geht's dir nicht ab? Haben Sie auf Ihre letzte Abend wirklich nichts Besseres zu tun, als andere Leute auf die Nerven zu gehen? Alles okay? Wer so laut die Musik auftrete, will sie nicht wirklich umbringen. Da soll der Prinz kommen. Aber wer klopft an die Tür? Ich halte blöde Sau. Was war eigentlich Ihr Plan für heute Abend? Schlafen gehen, damit ich morgen fit bin. Fit? Danach sind Sie doch sowieso tot. Ich möchte das Letzte, was ich machen kann, gut machen. Also ich werde nicht vermissen E-Mails, Updates, die Arschlöcher, die ständig anrufen und Meinungsumfragen machen wollen und E-Mails. Hast du schon gesagt? Ja, aber das kann man nicht oft genug betonen. Ich muss mich nicht von meiner Familie verabschieden. Das ist super. Bitte? Mein Sohn redet nichts mehr mit mir, seine Mutter redet nichts mehr mit mir. Meine Mutter wird theoretisch nur mit mir reden, die ist schon tot. Der einzige Mensch, bei dem ich mich verabschieden muss, bist du. Scheiß Randfahrer. Glaubst du, nur weil du Krebs hast, können dir alle Menschen egal sein? Und am allerwenigsten, weil ich vermissen das Geräusch eines Staubsaugers. Wie lange bin ich noch bei Bewusstsein? Nach der ersten Spritze? Circa 30 Sekunden. Überleg dir einen guten Witz, aber einen kurzen.